Hallo und herzlich willkommen hier zum ersten Let's Play Minecraft Creative von mir, Ingo Viva. Heute Sonntag, 16 Uhr. Und ja, ich spiele es halt im Kreativmodus. Wenn ihr schon die anderen Folgen geguckt habt, die heute hochgeladen worden sind, wisst ihr ja, um 12 Uhr Minecraft Adventure mit mir und Big Mana, also meinem Bruder. Dann um 14 Uhr kommt Let's Play Minecraft ja, Survival, also ganz normal für die Hartgesockenen unter uns. Und dann haben wir meins um 16 Uhr, also kreativ oder creative. Und dann haben wir nochmal gleich um 18 Uhr kommt noch meine Folge Adventure mit Big Mana und mir. Und ja, ich baue, genau, darum heißt es ja auch kreativ. Ich kann auch fliegen. Hab auch alle Gegenstände. Hab noch kein Texture-Pack drauf. Also ich habe jetzt noch immer noch das Anfangs-Minecraft, ja, was es so gibt. Hab jetzt mal diese Welt generiert. Vielleicht könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr wollt. Ob ihr sagt, ah, super flach, also halt, dass überhaupt gar nichts ist. Super Biome, also halt hier mit richtig dicken Wäldern. Oder halt ganz normale Minecraft-Welt und was ich dann hinbauen soll. Und dann halt auch noch so mal hinschreiben. Oder könnt ihr mir sagen, vielleicht, was ich mal bauen soll? Weil ich habe jetzt gar keinen Plan, was ich bauen soll. Ich dachte mir, darum habe ich auch hier angefangen, mal hier irgendwas in den Berg zu bauen. Oder an dem Berg irgendwie ein Haus oder irgendwas als Anfang mal. Ich werde immer so in 15-Minuten-Parts aufnehmen. Hoffentlich, wenn ich dran denke. Ja, und dann fangen wir am besten mal an. Wie gesagt, ich baue jetzt ein Häusle und dann nehmen wir mal Holz. Komm, das sieht immer gut aus. Ein bisschen Pflasterstein. Sollen wir das nehmen? Oder lieber Kies? Nehmen wir mal Pflasterstein. Rote Wolle können wir mal nehmen. Da machen wir noch einen blauen Raum vielleicht. Mal gucken. Einfach mal so. Fenster, klar. Nee, das nicht. Da sind sie. Fackeln. Und dann schauen wir einfach erstmal weiter. Da fange ich am besten hiermit an, in dem Berg sozusagen, mir was Schönes reinzubauen. Ich muss mal schauen, wo fange ich denn an am besten? Durch den Berg am besten durchbauen, ne? Fangen wir mal auf der anderen Seite an. Ich gucke mir das mal an, wie es auf der anderen Seite aussieht. Ja, ist okay. Mit einem kleinen Geheimversteck sozusagen. Und dann fangen wir mal an. Sofort Stein hier ist natürlich richtig geil. Ja. Wenn man mein Klicken hört von der Maus, ist halt so, weil ich habe jetzt hier überhaupt keine Musik an. Weil ich weiß auch nicht, was ich für eine Musik, weil wegen den Rechten. Keine Ahnung. Ah, komm, machen wir das Loch mal zu hier. Aber das können wir auch später dann schön mit irgendwie so einem Weg hier machen. Dann machen wir es am besten noch ein bisschen breiter. Das Ganze. Und ich habe auch Monster ausgestellt. Also ich bin einfach, ja, ich mache einfach. Nacht ist okay. Kommt, ist ja auch realistisch. Aber Zombies und sowas, das gibt es doch eigentlich doch gar nicht. So, so einen schönen breiten Weg. Genau, mache ich da unten auch noch einmal frei. Weil da will ich mir jetzt irgendwas hinsetzen, was Schönes. Fange ich den Weg am besten an. Ich muss auch gerade neu überlegen, was ich für ein Haus mache. Ob so ein Loft-mäßig schön. Komm, nehme ich Pflasterstein, oder? Gut, mit dem Texture Pack sieht es ein bisschen scheiße aus. Schauen wir aber mal. Irgendwie klappt es schon. Genau. Hüpp. Nicht zu weit. Das ist auch das Gute an Kreativ, Creative. Man muss halt nicht irgendwie auf Steine achten, dass man genug hat. Ist halt der Pussy-Modus, sagen wir mal so. Aber das ist ja eigentlich die Idee von Minecraft gewesen, also von den Entwicklern, halt, dass man halt selber Gebäude bauen kann und sowas. Klar, für die Hartgesockenen, die halt dann wirklich dann sich Steine irgendwo sammeln und das umwandeln und sowas alles. Aber da habe ich jetzt keine Lust drauf. Darum mache ich auch sowas. So, da machen wir noch am besten so einen kleinen Empfangsbereich für mein Häusle. Mal ein bisschen übertrieben machen, ne? Mal überlegen. Oh. Haut das hin? Ja, haut hin. Haut hin, haut hin, haut hin. Stützen mache ich gleich da drunter. Ein bisschen realistisch muss man ja bauen.
Soll jetzt nicht einfach so in die Luft schweben. Das wird ja gar nicht gehen, ne? Wäre scheiße, ey. Wir haben uns gedacht, am Sonntag, also letzte Woche Sonntag haben wir uns gedacht, ach, sonntags, da ist ja jetzt, wird ja nichts hochgeladen und was könnten wir denn mal machen und waren echt am Überlegen. Ich muss jetzt mal erstmal gucken, wo die ganzen Sachen sind. Waren das halt Überlegen, ach, was könnten wir denn machen? Am Sonntag jetzt so, weil Sendung ist, kommt ja eigentlich, kommt ja, ja. Ach so. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Nischt gibt's da. Ich glaube, was waren die, ne? Die Zäune hier? Ja. Nehme ich das mal. Als Stütze sozusagen. Gucken, ob das geht. Genau. Prima. Wo trifft es? Ja, wir haben auch, hatten halt dann überlegt, ah, was können wir denn machen? Weil wir hatten eigentlich Bock, mal irgendwie was mit Minecraft zu machen. Ich halt nur jetzt im Kreativmodus, weil ich, kann, weiß ich nicht, ich mag das irgendwie nicht. Da im Survival da irgendwie rumzutanzen da und dann stirbst du vielleicht wieder und ach nee. Muss nicht sein. Genau. So ein paar Stützen, einfach nur jetzt als Anfang. So, wenn man jetzt hier so kommt, klar, Fackeln hin schon mal. Dass wenn irgendwie Nacht gleich einbricht. Zwar haben wir Monster ausgestellt, aber sieht ja trotzdem gemütlicher aus. Lassen wir auf nur einer Seite nur. Und ich gucke jetzt auch nochmal nach einem Texture Pack. Da weiß ich, wie gesagt, nicht, was ich nehmen könnte. Vielleicht habt ihr irgendwie eine. Oh, Scheiße. Habt ihr ja vielleicht irgendwie eine Ahnung, was ein geiles Texture Pack ist, was euch gefällt oder was halt irgendwie gut aussieht auch. Und das werde ich dann nehmen. So, dann machen wir mal ein bisschen mit Pflasterstein. Lassen wir so. Mal erstmal einen Bereich, wie groß das Haus sein soll. Machen wir mal so. Erweitern wir uns mal ein bisschen. Scheiße, ey. So. Und das wird aber auch in Staffeln rauskommen. Hier, was ich jetzt mache. Also, dass ich halt sage, ach, wenn ich jetzt ein Gebäude fertig habe, oder halt irgendwie. Dann mache ich das halt in Staffeln. Weil dann kann man sich auch besser dann gucken. Auch für euch dann. Dass ihr sagt, ah ja, genau. Gucke ich mal die erste Staffel an. Ah, cool. Das war ja noch, ne? Und mal schauen. Also auf jeden Fall mache ich jetzt erstmal hier. Bauen. Mal erstmal ein kleines Haus. Mal vielleicht ein bisschen doppelstockmäßig. Oder vielleicht zwei, dreifach sogar. So. Das ist schon mal ein Anfang. Man kann es ja noch erweitern. Und darauf machen wir jetzt. So, warte mal, wenn ich jetzt hier so komme. Lululululu. Mal mit Holz, genau. Mache ich. Ganz einfaches, schlichtes Haus. Muss jetzt nicht irgendwie fett sein da in dem Sicht. Also ich fange erstmal an. Man kann sich ja steigern. Ich habe jetzt schon ein paar Mal schon auch was gebaut. Zwar euch nicht gezeigt. Nur einmal in einem kleinen Minecraft. Ich glaube, was war das denn? Let's Show, glaube ich, war das. Da habe ich halt meine Kreativwelt gezeigt. Da habe ich halt ein paar große Gebäude gebaut und sowas alles. Und auch am Anfang, weiß ich noch, hatte ich mal mir ein Stadion gebaut von den Baseballstadion, also kein Fußball, sondern Baseball. Baseball kennt man ja eigentlich. Und das war richtig geil, ey, mit Tribüne und mit Spielfeld und mit für die Spieler halt eine Kabine und sowas alles. Also ich muss sagen, das sah richtig fett aus. So, mach ich mal so. Machen wir hier mal ein Fenster hin. So, da noch, da noch. So, und dann machen wir so ein Panorama-Ding. Lassen wir mal so die Blöcke. Aber so. Sollen beide Seiten gleich aussehen. Oh, sollte gleich aussehen. Ja, genau. Und noch einen dahin. So. Und da konnte man das auch schon mal sehen. Habe ich halt nicht gezeigt. Habe ich auch nicht mehr, weil irgendwie durch einen dummen Zufall ist halt die Map weg gewesen.
Warte mal, immer noch das kleine Glas, also nicht das große. Warte mal, das waren die Glasblöcke. Da gab es auch noch Glasscheiben. Doch, da kann ich mich noch dran erinnern. Nur, wo ist es zu finden? Quatsch. Tränke, Dingsbums, Werkzeug, das. Da gab es auch nichts. Muss es doch hier. Irgendwo. Wo bin ich jetzt hier? Hä? Da. So. Block, 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 block. So, es wird schon Abend. Oh, guck mal, der Mond, der kommt, der verpixelte. So, und jetzt mache ich wieder Holz. Ja. Nee, aber sonst gab's bei mir heute nichts. Bin halt gerade dabei. Adventure Map hatten wir schon aufgenommen. Und da, wie gesagt, schaut rein, ey. Wird eine geile Folge. Wirklich. Muss ich mal echt so mal zugeben, ne? Ist noch genug Platz? Ja. So eine Tür. Wo sind denn die Türen? Ich muss erstmal suchen, weil ich kenne mich da jetzt noch nicht ganz so aus. Hab's schon lange nicht mehr gespielt, sagen wir mal so. Nee, das ist scheiße. Machen wir mal andersrum. So, und so. Blablab. Ah, eine Fackel hinsetzen. Ich weiß jetzt gar nicht. Geht das? Schade, schade, schade. Machen wir mal da zwei. So, guck mal. Sieht doch sehr schön aus. Und. Das war jetzt ein bisschen wie ein Gefängnis. Normalerweise hätte ich einen Balkon bauen können. Aber das können wir auch in so einem anderen Raum machen. Ich baue jetzt mal so an nachher. Also bei der nächsten Folge. Darüber kommt ein neues, ja, kommt eine neue Wohnfläche, wo man dann halt ist. So, das ist halt Steinboden. Ist ein bisschen, ist halt eine Empfangshalle, sagen wir mal so. Und hier oben mache ich dann Wolle hin. Genau, rote. Dann noch ein Stockwerk höher die blaue. Und dann kommt so ein Konferenzraum oder halt irgendwie so ein Zimmer, kommt noch hier an der Seite hin. Wollen wir mal schauen. Fangen wir erstmal hiermit noch an, das Stützen, sonst fällt es ja runter. Das wäre heftig, wenn das richtig realistisch wäre in dem Sinne. Ein bisschen doof. Ich weiß auch gar nicht, was Big Mana im Moment macht. Boah, was er jetzt angefangen hat. Oder ob er noch seine Map, die er schon mal hatte, genommen hat. Hallo? Falsch. Ein Schweinchen. Schwein, 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 Schwein. Wie heißt das eine Lied hier? Kein Schwein ruft mich an. Kennt vielleicht viele gar nicht von euch. Kein Schwein ruft mich an. So. Komm. Scheiße. Plups. War jetzt nicht geplant. So, runter. Ah, so. Noch weiter. Noch weiter. Und warte mal, trifft doch den. Müsste eigentlich hier. Ich habe richtig. So, jetzt fällt es nicht mehr runter. So ein paar Streichhölzer, die halten das schon. Ja. So, dann Holz, klar. Soll ja auch warm sein, soll jetzt nicht irgendwie fröstelig. Nochmal nicht frieren. Lassen wir mal so ein bisschen hier, weil ich werde noch eine Treppe gleich bauen. Und dazu muss ich halt Platz lassen. Weil Leiter ist scheiße. Das ist ja so Anstrengung immer. Ist ja gar nichts für meinen Rücken. So, jetzt gibt es ja noch die Holztreppen. So, Tür brauche ich erstmal nicht mehr. Versuchen wir einfach mal. Ich versuche es. Ich versuche es. Okay. Mal ein bisschen nach oben gehen. So.
Genau. Jetzt nur die Frage. Genau, das ist halt Scheufe. Nee. Da muss ich Holzblöcke nehmen, genau. So. Hier einen drunter. Und da dran dann das hier. Nochmal ein Holzblock da hinsetzen. Und dann schauen wir einfach mal, da noch einen hinzumachen. Zack. Nur ich glaube. Jetzt aber. Yippie! Sehr gut. So. Wo sollen wir die Blöcke da lassen? Sah, glaube ich, besser aus, ne? Lassen wir mal so. Gut. Dann machen wir auch hier klar Fackelsche rein. Da eine. Da eine. Das ein bisschen heller ist hier. Und das ist schon mal gemütlich. So, und dann machen wir auch beim nächsten Mal weiter. Unsere Zeit ist leider schon um. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Mit einer Folge Minecraft Creative von mir, Ingo Viva. Und da würde ich sagen, tschüss, bis nächste Woche. Und schaut gleich noch, ihr habt ja noch Zeit, denke ich mal, um 18 Uhr Adventure Map. Viel Spaß dabei. Tschüss.